Also ich kann jetzt nicht, wenn ich einen Stream mache, bei mir jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt streame, würde ich jetzt nicht hier nebenbei einen Marker setzen. Erstmal würde ich gar nicht dran denken, den zu setzen. Und zweitens ist das manchmal gar nicht so der Moment, wo man das als gut für einen Clip jetzt empfindet, den zu setzen. Das müssten, wenn denn, die anderen machen. Dann wäre das natürlich deutlich besser für die. Für die und für mich wäre es besser, wenn das andere denn setzen würden. Und ich habe auch keine Lust, weil jetzt ja halt YouTube-Aufnahmen sind, alle 10, 15 Minuten hier kurz rüber und da irgendwie was aufschreiben. Ne? Das ist ja auch scheiße. Ich meine, das ist schon, die YouTube-Aufnahmen sind schon sehr Twitch-lastig geworden. Das durchaus. Was ist das denn hier überhaupt? Das ist Blaueis. Okay, warte mal, wo haben wir, wir haben noch hier ein Boot, ne? Pass auf. Wir gehen ja nochmal rüber. Ja, das kannst du ja beispielsweise auch das kannst du ja auch mit Dings machen, mit Clips. Ne? Dann schneidet das automatisch Clips für dich. Schnauze. Den schneidet, über das Stream Deck sagst du hier Knopf so und so und dann drückst du drauf und dann haut er dir das direkt hin. Das Problem ist aber nur, wenn ich das so machen würde jetzt beispielsweise, dann habe ich halt nur eine Tonspur, die ich bearbeiten kann und das stört mich. Ich bin extra weggelaufen, Van. Ich hätte ihn schlachten können. Soll ich nochmal zurück? Das stört, das würde mich halt bei meinen eigenen Clips ein bisschen stören, dass die Tonspuren halt, dass es nur eine wäre. Das ist ja halt auch bei den Shorts so, ne? So, jetzt brauchen wir ganz, also mindestens zwei Stacks will ich haben. Hast du die Tonspuren in OBS alle drin? Ich habe 6 Tonspuren drin, ja. Also ich denke mal, bei dem Vertical Plugin kann man das auch einstellen mit den Tonspuren. Gehe ich mal von aus. Ja, ja, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass das da dann auch so sein wird. Aber es ist halt letztendlich immer noch so, dass du selber entscheiden musst. In einer sehr kurzen Zeit, finde ich das jetzt geil oder finde ich das jetzt nicht geil? Ne? Und das fällt einem einfacher, wenn man sich dann halt später anguckt. Klar, es dauert deutlich länger, das ist richtig. Aber es fällt dir dann einfacher, das zu entscheiden, finde ich. Kommt das nicht hoch? Ich habe auch schon mal ganz normale Twitch-Clips benutzt, ne? Aber dann packst du die halt in DaVinci rein und dann hast du da eine Tonspur und das finde ich immer echt ein bisschen schwierig, mit einer Tonspur da was zu machen. Beispiel, ich hatte mal Clips geschnitten für jemanden, ne? Und das war halt ein VOD gewesen. Und da waren halt echt geile Sachen bei gewesen, aber man konnte sie einfach nicht benutzen. Weil das. Der Sound vom Spiel war einfach viel zu laut gewesen in dem VOD, in dem Moment. Und man hat gar nicht gehört, was die Streamerin gesagt hat in dem Moment. Und man konnte es halt auch nicht raus, weil es war ja nur eine Tonspur. Das war halt echt blöd. Das war halt schade, weil da waren echt. Oh, das waren locker. Bei einem 6 Stunden VOD waren das. Das waren locker 10 Stellen gewesen, die man nicht nutzen konnte.
Naja, und ich habe mir dafür jetzt halt vor einiger Zeit für 10, ich glaube 10 Euro hat das gekostet, 10 Euro so einen Online-Kurs gekauft für Videoschneiden, einfach um nochmal so ein paar andere Sachen vielleicht zu sehen. Sagen wir mal 50% der Sachen oder 60% der Sachen, die kannte man schon. Aber viele Sachen konnte man auch mitnehmen, gerade was die Schnelligkeit nochmal angeht. Und jetzt ist es nochmal ein Erweiterungskurs, der hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. Wahnsinn. Geht 450 Minuten. Aber wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr mir gerne mal ein oder zwei VODs von Mika zukommen lassen. Und dann mache ich einfach mal. Wie gesagt, ich will das einfach mal für einen Monat für mich selber einfach so für jemanden random machen. So, wie viel haben wir jetzt? Okay, wir können doch ein paar mehr Stacks mitnehmen, ne? Warum nicht, wenn wir schon mal hier sind? Kamerakind mit der Schere. Ist auch gut. Also ich würde jetzt beispielsweise, weil das Thema war ja auch schon öfter gewesen, ne, wegen Videos schneiden lassen. Das würde ich auch gar nicht wollen, weil ich schneide halt so gerne Videos. Ich hatte ja früher immer so diese ganz normalen, von meinem ersten Kanal, ne, Kopfphantom, ganz normaler YouTube, da habe ich ja die Videos immer geschnitten. Und dann hatte ja mein Neffe gesagt, mach doch mal Gaming, zock doch mal, ne. Und dann habe ich halt irgendwann Let's Plays gemacht und dann dachte ich, ja geil, dann kannst du ja noch mehr schneiden. Und das hat mich immer gestört, dass es tatsächlich immer nur einmal die Woche war. Und da habe ich noch mit dem Handy geschnitten. Klar gibt es auch mal Tage, wo man sagt, oh, heute nicht. Gibt's auch. Gibt nichts Schlimmeres als Schneiden für dich. Ich liebe das so sehr. Also, wie gesagt, heute Morgen war ich bei TikTok live gewesen. Ich will mal gucken, dass ich das vielleicht täglich mache. Immer nur so 2 Stunden maximal, ne? Jeden Tag vormittags bei TikTok live gehen und da halt nebenbei halt die Dinge schneiden. Beziehungsweise schneiden und nebenbei bei TikTok live gehen. Und dann kam Krümel, war heute Morgen da und Krümel sagt, warte, ich komme kurz rüber zu Twitch. Na, der war auch schon weg, bevor ich sagen konnte, dass ich da nicht live bin. Habe ich vorhin auch überlegt, Eggie, ja, ob ich da denn auch bei YouTube live gehe noch. Das könnte man auch machen, ja. Weil auf Twitch will ich es halt nicht, ne? Wegen der Serie, wegen der Stream-Serie dann. Das wäre halt ärgerlich. Gut, hab TT komplett gelöscht. Ach, hast du komplett weggehauen? Schnauze voll, sagst du. Kannst du auch auf Kick damit live gehen. Er hört aber auch nicht auf, ne? Meinst du, der kriegt Geld von denen? Locker, oder, Eggie? Der kriegt locker Geld von Kick. So langsam, ja. Flu, hast alles richtig gemacht. Bleib mal lieber hier nur bei Twitch. Sollte das nicht alles hochkommen nach? Weiß es doch nicht. Ich versuche das ja nur, damit ich Kohle von denen kriege. So. So. Ha.
wir das nicht. Ey, wir müssen mal gucken, nicht, dass der Bums denn da schmilzt, ne? Ich glaube, Glowstone kann man da draufstellen, ne? Damit Fackel würde der Bums ja dann schmelzen. Da will ich halt auch nochmal mit Philipp nochmal drüber quatschen, ne? Ob ich das jetzt erstmal, weil ich habe ja halt diesen Netzwerkdings da, wo ich da auf den Dings da zugreife, auf den Ordner, wo die ganzen Videos drin sind, ne? Wo halt jeden Tag alles abgespielt wird auf dem zweiten Kanal. Und ob ich das dann einfach mal für einen Monat nutzen kann, auch um zwei, drei Daten mal hin und her zu schicken, ne? Und wenn das dann, wie gesagt, ganz gut klappt und ich da weiterhin Bock drauf habe und sage, okay, man kann zwar mal die Woche für andere Clips schneiden und es gibt dann auch welche, die da Interesse dran haben, würde ich da halt nochmal einen anderen Dings einrichten, wo man halt einfach nur Traffic hin und her schickt, ne? Dann ist das einfacher. Wie will man es sonst machen? Über E-Mail? Das wird nichts. Und über Dropbox habe ich halt auch keinen Bock. Ich müsste da tatsächlich mal streamen, aber leider gibt es keinen ordentlichen Chatbots im Moment dafür. Ja, hat es ja vor einer etlichen Weile schon mal gesagt, ne? Keine Chatbots. Da hat sie auch immer noch nichts getan. Das war ja letzte, wo wir drüber gesprochen haben, auch sein Kriterium noch gewesen. Bär, hau ab. Vaneta möchte das nicht, dass ich dich töte. Aber wenn es drauf ankommt, dann muss ich. Gibt jetzt wohl was, aber komischerweise nur auf Spanisch, warum auch immer. Auf Spanisch? Dafür ist mein Spanisch schlecht geworden. Warum doch auf Spanisch? Dann bleib einfach weg da. Aber, okay. Okay, jetzt soll es, glaube ich, erstmal lang, ne? Aber hier könnte man auch so geil bauen, glaube ich. Was richtig schick ist. Ja. So. Habe ich noch ein Boot? Da ist noch ein Boot. Moment. Ich bin ja natürlich nicht nur den Leuten auf Twitch dankbar, sondern natürlich auch den Leuten auf YouTube dankbar, ne? Klar, es ist vielleicht nochmal gewisse Werbung für Twitch. Aber auch wo ich noch nicht live war, ne? Es gibt schon einige Zuschauer, die halt wiederkehrend sind und sich regelmäßig die Clips angucken. Es gibt zumindest zwei Zuschauer, von denen ich weiß, die sich fast alles angeguckt haben. Und da ist noch nicht mal Eggy mit inbegriffen.